Gebiet, wo wir waren. Da, wo ich natürlich nicht war. So. Ja, und ich habe schon wieder eine Sache vergessen. Muss ich gleich wieder Hey, zurück. was ist Ja, los? Tränke, Tränke. Ach Und so, die Sachen wieder rein. Ja, blöd, ja. Ja, konzentriert man sich so sehr aufs Reden, dass man so ein paar Sachen vergisst. Ja. ja. Ja, das glaube Das ich ist ganz dumm, aber normal. naja. Ja. Naja. Joa. Während du Ist. zurückgehst, Kannst du irgendwas Tolles machen? ja, kann Ich ich habe ja letztes irgendwie. Mal versprochen, dass. Naja. Was hast du versprochen? Dass du wieder singst. Ach Nein, so. versprochen nicht, aber. Heute jetzt? Ich weiß ja Nein. nicht. Nein, aber Vielleicht. du kannst auf jeden Fall ein paar Sachen aus dem aus deinem Lösungsbuch vorlesen. Ja, hast du das Ihnen schon erzählt hier? Dass ich habe hier ein Lösungsbuch, Ja, das also haben wir zu doch dem schon vorher Spiel. genannt. Das hast du Ach sogar so, okay. gesagt. Ja, das hast du Ja, sogar gesagt. klar. Hier. Ich glaube, der ist noch nicht frei. Ne, ist er nicht. Aber ich muss es trotzdem einmal ansprechen. Nur mal so. Weil beim nächsten Mal, ich glaube einen Tag später oder so, ist es dann wieder frei. Okay. Jo. Ja, ich suche mal Dann gerade such mal was. einen Funny Fact, Okay. der mal gucken. Ich muss kurz mal. Also auf jeden Fall hier in dem Lösungsbuch stehen halt so Sachen drin, wie zum Beispiel für. Ich gehe mal kurz hier ganz hinten in die Digitationstabellen, wie sie es so schön nennen. Die werben übrigens auch damit, dass sie ausführliche Digitationstabellen haben. Und auf jeden Fall stehen hier halt so Sachen wie Bedingungen zum Digitieren, zum Beispiel von Tyrannomon. Möglichst Digimon, Agumon, Gabumon oder Palamon. Patamon, genau. Dann stehen hier Pflegefehler, 5 oder weniger. Das dürften die sein, zum Beispiel, wenn man sein Digimon was zu essen gibt, obwohl es keinen Hunger hat, es auf den Boden kackt oder so. Ja, allerdings sind wir bei dieser Definition noch nicht ganz sicher. Genau, ja. Was anderes können wir uns aber drunter gar nicht vorstellen, weil Nee. es ist einfach so. Was könnte man sich unter Pflegefehler vorstellen? Es könnte natürlich auch noch sein, dass es müde wird. Ja, genau, Also sowas zum so Beispiel. erschöpft, dieses Tropfchenzeichen. Genau, wenn es schwitzt, so gesehen. Genau. Aber ansonsten kann man sich eigentlich nichts darunter vorstellen. Genau. Und hier zum Beispiel Körpergewicht 30 Gramm, was bei uns nicht der Fall war. Das war bei uns 17 bei Agumon. Notwendige Parameter, das sind halt die Attribute. Leben 1000, also Lebenspunkte. 1000 und Abwehr 100 haben wir alles. Also. Und extra Bedingungen waren noch Kämpfe 5, die haben wir auch. Kämpfe 5 oder weniger steht hier sogar. Wir haben mehr als 5, glaube ich. Okay, fünf oder weniger. Ich weiß gar nicht, wie oft ich da gekämpft habe. Ich habe da Ich nicht weiß mehr es drauf ehrlich gesagt auch geachtet. nicht mehr, aber Agumon war ja schon einer und dann hast du doch sicher auch noch irgendwann mal, weiß Ja, nicht. klar. Und Stimmt. das Stumpfeste oder das Dümmste hieran ist, dass hier komischerweise noch steht Techniken. Und jetzt kommt für Tyrannomon 28 plus. Ja, was auch immer 28, das heißt. genau, 28 Techniken zu bekommen, das ist schon. Dafür braucht man vielleicht schon sein drittes, viertes, fünftes Digimon so. Ja, Also oder sogar wahrscheinlich noch noch länger. mehr. Ja. Das ist dumm, das stimmt gar nicht. Ne? Deswegen, ja, Ich also. meine, ich hab's doch bekommen, man sieht's doch. Und ich hatte noch nicht mal drei Techniken, ich hatte nur zwei oder so. Ja, Das noch genau, nicht mal gelernt, das war übertragen von einem Digimon. ja. Ja, oder ist es halt wirklich sehr schlecht erklärt, was Ja. hier. Oder sehr schlecht übersetzt auch, Ja, ne? genau. Oh, noch ein Pilz. Deswegen. Zwei Pilze auf einmal. Wow. Ja, okay, jetzt kannst du ja einfach weitermachen. Genau. Durch das Erdbeben, was Meramon verursacht hat, ist dieser Weg frei geworden. Path through Mountain Panorama.
ist das. Ja. Was Lustige ist, das kann ich eben auch noch erklären. Es gibt einen gewissen Klappencheat. Und dieser Klappencheat besteht darin, dass man irgendwie einen bestimmten Moment von, in dem man von einem Screen zum anderen wechselt, bei der PlayStation den Deckel öffnet und dann verschieben sich die ganzen Handlungsevents oder und so von der Map, von der jeweiligen Map auf die andere. Okay. Und das Lustige ist, vor zwei Maps, wo wir gerade eben waren, ist da ein kleiner Hack. Ich habe den mal rausgefunden. Dieser Hack kann dem Digimon die maximalen Starts geben, es altern und so weiter und so fort. Ich habe es mal ausprobiert, das ist total lustig. Das funktioniert bei jeder Version, sowohl bei der PAL als auch bei der englischen Version. Okay, gut. Und da gibt's, weiß nicht, es hat irgendwie eine Person mit eingebaut in das Spiel. Als ein Event und dieses Event kann man halt dadurch hervorrufen, indem man es auf ein wandelndes NPC verschiebt. Sodass man es ansprechen kann, weißt du? Okay, sonst gut. Kann man es ja nicht ansprechen, dieses Event. Ja, es klingt kompliziert, aber es ist total lustig und es ist nicht das einzige Event. Oh, das kommt genau zur rechten Zeit. Und ich mein's ernst, weil hier gibt's eine Toilette. Achso, ja, klar. Ich hab's sogar diesmal ernst gemeint. Ja, wir sind gerade. Sekunde, ich muss mal kurz den Begriff raussuchen. Mach du mal weiter. Ja, ja. Gear Savannah. Pferdchen. Aber wir gehen mal nach rechts. Wir gehen mal hier lang. Hier müssten jetzt so einige. Oh nein. Ah, das, gegen das wollte ich jetzt nicht kämpfen. Es ist ein ganz normales übrigens. Ach so, ja, okay, ich dachte ja, schon. Ja, du dachtest schon, aber nee, es ist ein ganz normales. Es ist ein Akatorimon. Es gibt auch ein Kokatorimon, das ist das Richtige, aber das kommt irgendwann später ins Spiel. Werde ich dann auch noch zeigen. Okay. Naja, das ist stärker als ein paar andere. Ui, mein Dings ist schon voll. Ach so, ja. Aber ist egal. Ich werde dann, wenn sobald die HP runtergesetzt sind, dass ich dann einfach diese gute Medium Recovery hier benutze und dann habe ich wieder Platz. Ui, Slack, warum? Ja, jetzt ist er gut. Mach fertig! Oh, der macht eher mich fertig, ey. Junge. Ja, es ist schon einer der stärkeren, wie man sieht, weil wir sind schon etwas weiter. Wir sind nicht mehr im Anfangsfeld, aber also jetzt kann ich auf jeden Fall meine Disk hier benutzen. Schon, vor allem beim ersten Kampf. Das ist einfach unglaublich. Naja, weg ist er. Ohne Finisher. Mit solchen schwachen Attacken. Naja. Und nur 300 Bits, oh Gott. Das ist nicht viel. Echt, und ich muss schon sagen, dieses Lösungsbuch ist so unübersichtlich. Hier kann man übrigens was kaufen. Aber jetzt brauchen wir alles nicht. Wenn es später wen interessiert, dann kann ich mal ein Video davon machen, mit einer Webcam oder so. Wie scheiße unübersichtlich das ist. Wirklich, man kann hier nichts finden. Überhaupt nichts. Also, ich suche gerade. Ich fand's lustig früher. Ich fand's richtig gut. Also, es war so bunt und. Ja, so klar. Viele Bildchen und alles. Es ist so ähnlich, sowas ähnliches wie Nintendo Power. Nur, ja, es ist schlechter, glaube ich. Nur das Problem ist, jede Seite ist mit Sprechblasen zugeklatscht. So, wir kommen zu einer Cutscene quasi. Ach so, ja, genau. What is it? Help me! He's gonna try it, I'm gonna help him. Pick on someone on your size. Here comes Leomon. Ha! Who's that? Bam! Voll Special Effects und so weiter. Ja. Are you alright? Thank you! Call me anytime you're in trouble. I will come right away, blah. See you again! Nee, see you again! I went up! Ja, jetzt geht er hinterher. He's like a hero, he is. He gets all the credit. Ja, genau. Obwohl ich ja eigentlich Patamon retten wollte. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Ich glaube, hier ist auch Leomon. Das ist sein Gebiet. Hier, man kann sogar. Ja, wo ist es? Da.
Da ist es. Da steht's. Guckt auf den scharfen Background. Ja. I've heard about you. If you heard about us in the city, why don't you come with me? I'm also thinking about the island future. I've been searching for something. What are you looking for? Something that my ancestors left behind, but I don't know what it is. I see. If I find it, I will let you know. I've been looking for a long time. It won't be easy to find. But if you find it, I promise I'll go to the city. Ja, ich weiß, was er sucht. Er sucht so eine komische Tablette, die ich irgendwann... Mach mal Pause. Mach mal Pause. Okay. Ja, hallo, wir sind zurück. Und wie man sieht, habe ich leider einen technischen Fehler gehabt. Das heißt, ich habe schon ein bisschen, naja, weitergespielt. Aber es sind eh nur 4 Minuten gewesen. Hier, was ich noch zeigen wollte. Leomann hat sein eigenes Trainingsplatz. Und hier kann man quasi erstmal die Angriff trainieren. Wobei... das ist eigentlich immer noch dasselbe Wert wie bei unserem Trainingsplatz. Tyrannomon will schlafen. Ist es gerade 11? Ja, es ist gerade 11. Mhm. Oh je. Das heißt auf jeden Fall, dass wir keine Zeit verlieren dürfen. Oder beziehungsweise, nee, das geht ja noch. Aber wir müssen halt sehen, was es, zu was es eventuell wird oder vielleicht auch nicht wird. Naja, beziehungsweise es ist wahrscheinlicher, dass es zu gar nichts wird, als es zu irgendwas wird. Naja. Ja. Gut. So, also wir sind hier hingelaufen. Geht man hier so nach oben? Und dann... Jo. Oh. So, hier gibt es eine Toilette. Und hier ist das... Trash Mountain, quasi die Müllhalde von Digimon World. Das genau. Erkennt man schon hier daran. Schnell vorbei! Nein. Ah, jetzt muss ich gegen das Digimon kämpfen, naja. Blöd, aber was soll's. Kannst nicht ändern. So, ja, wir haben ja hier genug alles, also verlieren kannst du auf keinen Fall. Vor allem, das Digimon, das ist quasi so ein anderes Numimon, so ein gelbes. Es ist nicht stark, also es hat viel HP und so, aber es ist total schwach. Nur ist es eigentlich ein bisschen demütigend, dass Tyrannomon sogar quasi fast genauso viel oder weniger Schaden macht als dieses komische Numimon. Ja, ja. Das ist eigentlich schon ein bisschen demütigend. Ja, du brauchst halt ein bisschen mehr Technik irgendwie. Ja, klar. Ja, komm, ich krieg die irgendwann schon. Ja, super. Paralysiert. Ja, genau. Das sieht so groß aus. Tyrannomon so riesig ist. Go, mach ihn fertig. Go, 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 go. Go, 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 go. Ja, ist gut. Wir haben das jetzt schon zu oft angesprochen. Ja, aber es kommt ja auch immer wieder die Gelegenheit. Ja, stimmt. Komm, finish. 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 Mach jetzt. Finish! Jetzt. Finish. Finish him. Oh, das war aber knapp, Jetzt. Fatality. Ganz, er hätte fast das unterbrochen. Was? Der stützt irgendwie so. Immer seine Augen. Oh, das sieht so lustig aus. Wenn er tot ist. Also nicht tot, sondern verletzt, wie auch immer. Er schläft. Ja, pff. Und weg ist er. Naja. So. Woo! Das kriegst du gleich erst. Nein. Nein, 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 nein. Ja, wir müssen jetzt noch durchkommen in diesen 4 Minuten. Ja, ja, klar. Also ja, jetzt sind's halt ja eh noch zwei. Hier findet oder man so. Eine Angel und hier wird man von einem Sukamon angesprochen, dass in die Stadt kommt. Hier sagen noch. Wieso kann man ein bisschen was? Und gleich das Tolle. Es gibt eine Trainingsstation von denen hier. Scheiße! Ja. Das Ding aber geht dann tatsächlich rein in die Scheiße. Ist das nicht toll? Ja, 30 Minuten können wir auch. Ist das nicht toll? Ja. Das ist toll. Wundervoll. Ich werde gleich noch kurz zeigen, wie das Ding da reingeht. Ja, und du kannst auch noch nach links gehen eigentlich. Ja, genau.
Da ist das Kind zu come on. Bestimmt hat er die Scheiße gelegt. Hm. Naja, aber momentan hat er überhaupt keine Bedeutung für uns. Ich glaube, der wird auch im Folgenden auch nicht wirklich eine Bedeutung haben. So. Ja. So, und jetzt werde ich noch kurz zeigen, wie das da reingeht. In die Scheiße! Yeah! Ja. Und, richtig geil. Protagonist feuert es auch. Ja. Yeah, geht in die Scheiße! Yeah! Und das Ding, oh nein. Ja, also es und dadurch kriegt es MP. Und zwar sehr viel sogar. Ja, es meditiert in der Scheiße. Gut, dass wir scheißen, aber wir machen einfach hier einen Cut und tschüssi! Yeah.